fange ich gerade selber erst wieder an. Ich habe dann ja Pause gemacht, weil ja unter anderem Haus gebaut und so weiter. Wer oder was bist du? Einfach ein Junge, der irgendwann vor 6 Jahren angefangen hat, irgendwie Bock auf Harley zu fahren. Das Ganze hat eigentlich angefangen mit dem Tod meines Vaters. Habe ich gerade schon erzählt, in so einer kleinen, bei so einem kleinen Umtrunk dann haben wir gesagt, komm, wir filmen das einfach. Das war auch direkt die erste Tour, die ich gemacht habe, nach Willingen. Wir haben es hochgeladen und dann so ist es halt angefangen. Hi, herzlich willkommen bei Rock the Bike. Heute mit Mario, aka Tourensohn. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ihr könnt es nicht wissen, wir befinden uns quasi 2 Tage vor unserem Open House. Wir nehmen das ganze Video auf. Du kannst am Sonntag nicht dabei sein. Genau. Obwohl du gerne dabei gewesen wärst, wie du gesagt hast. Ja. Aber familiäre Verpflichtungen lassen das nicht zu. Deswegen nehmen wir das Video auch heute hier auf, weil in der Halle quasi gerade alle Vorbereitungen laufen. Ich habe es ihm eben gezeigt. Und wann wir das Video ausstrahlen, können wir gar nicht so genau sagen, weil wir gar nicht wissen, wie viel Material wir auch übermorgen am Open House kriegen. Mario, wir haben uns heute zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wann bin ich auf dich zugekommen? Vor 3 Monaten ungefähr. Ungefähr, ja. Ihr da draußen habt mir ja immer Vorschläge und es kamen einige, die gesagt haben, hey, hol doch mal den Mario bzw. den Tourensohn hier hin, super Vlogs, total interessanter Typ. Und ja, ich hatte dich angeschrieben und dann hast du dich erstmal rar gemacht. Ja, genau, also grundsätzlich ist es ja so, man denkt sich halt Interview, ja, weiß ich nicht, ne? Also ich fühle mich ja irgendwie nicht so wichtig halt, nehme ich ja selber nicht so ernst teilweise auch, mache halt meine Vlogs so ein bisschen. Und dachte mir halt, ja, jetzt fange ich gerade selber erst wieder an. Ich habe dann ja Pause gemacht, weil ja unter anderem Haus gebaut und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich schon so ein paar Termine halt, ne, für Videos und man muss das immer so ein bisschen im Einklang bringen, insgesamt mit der Familie, kennst du ja selber auch. Und da habe ich gesagt, ja, bevor ich das jetzt mache, mache ich erstmal wieder meinen eigenen Scheiß da, ne, und um dann tatsächlich irgendwann ja sowas machen zu können. Ne? Für die Leute, die Touren so nicht kennen, wer oder was bist du? Weil, also ich sag mal so, Social Media. Ja, Instagram, wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten, ist jetzt nicht dein Steckenpferd, ja. YouTube ist auf jeden Fall mehr dein Ding, aber was oder wer ist Tourensohn? Boah, Tourensohn ist einfach ein Junge, der irgendwann vor 6 Jahren angefangen hat, irgendwie Bock auf Harley zu fahren. Das Ganze hat eigentlich angefangen mit dem Tod meines Vaters. Okay. Das war so halt, ja, der hat sich halt immer, ja, der war so einen Traum gehabt, sag ich mal, der wollte immer so ein Mercedes kaufen. Das war eine ganz normale C-Klasse, aber der war irgendwann im Krankenhaus, er ist dann verstorben leider und hat aber auch dann im Krankenhaus gearbeitet tatsächlich auch. Also ist halt, das Finanzielle hätte er auch gehabt, die Möglichkeit. Das Ding war aber, er meinte halt, ja, das mache ich mal irgendwann später, was sollen die Leute halt denken, ne? Und nach dem Tod habe ich mir gedacht, okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt eine Harley, war immer schon mein Traum. Hab vorher Motocross gefahren, bin ganz normal angefangen mit Roller, Mofa und so weiter. Hatte irgendwann eine Triumph Street Triple, aber immer schon diesen Harley-Gedanken halt. Ne? Aber war immer zu teuer für mich und irgendwie, ja, irgendwann willst du halt auch ein Haus bauen, hast ja Family. Ja, und danach war halt so, weißt du was, ich mach das jetzt einfach. Ne? Weil es kann halt immer relativ früh kommen, das Ganze, ne? Wenn man das auch selber mal kennt. Keiner weiß, wann unser letzter Tag gekommen ist, das ist so. Und dann habe ich mir halt tatsächlich die erste Harley gekauft und dann, habe ich gerade schon erzählt, in so einer kleinen, bei so einem kleinen Umtrunk dann, haben wir gesagt, komm, wir filmen das einfach. Das war auch direkt die erste Tour, die ich gemacht habe, nach Willingen. Und ja, dann haben wir das gefilmt, wir haben es hochgeladen und dann so ist es halt angefangen, das Ganze. Also es ist natürlich kein schöner Grund. Ich meine, der Tod eines geliebten Menschen, des Vaters, ist natürlich eh schon sehr, sehr traurig. Auf der anderen Seite, die Erkenntnis, die du daraus gewonnen hast, die kann ich auch nachempfinden. Ihr wisst, ich hatte sehr früh einen Herzinfarkt und dann ändert das im Leben einiges. Man denkt sich so, ey, keiner weiß, wann es soweit ist und ich will halt vorher noch was erleben. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz, was war deine erste Harley? Das war eine Sportster. Nee, das war eine Heritage Softail Classic von 2003, okay. 88er Twin Cam. Vergaser. Genau, fand ich immer schon geil, weil ja, das war halt so dieses typische, boah, ich wollte immer so, ich fand diesen Chicano-Style immer schon cool. Ja. Und da habe ich mir gedacht, komm her, und das war, muss ich auch dazu sagen, das war auch irgendwas, was ich mir halt damals auch leisten konnte. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, das war reich bist. Ja. Leider. Ein kleiner Insider hier. Insider, genau. Aber das waren ja damals auch schon irgendwie 12.000 Euro oder so. Okay, und das war echt viel Geld für mich. Ja. Und ja, aber ich habe dann diesen Schritt damals gewagt, habe meine Frau mitgenommen und die meinte auch so, boah, ey, das ist schon echt viel Kohle, damit könnten wir auch einige andere Sachen machen. Aber durch diese Umstände habe ich gesagt, nee, ich ziehe es einfach jetzt durch. Ja. Und nicht bereut.
Nicht, auf keinen Fall. Frau hat es auch nicht bereut. Frau hat es auch nicht bereut. Sehr gut. Weiß ich nicht. Vielleicht hin und wieder mal, wenn ich weg bin, aber nee, das passt schon. Also 2003 ist auch das Baujahr meiner ersten Harley tatsächlich gewesen. Okay. Allerdings habe ich eher klassisch mit einer Sports angefangen. Mhm. Eine 883R, hatte ich im Video schon mal gezeigt. Schönes Motorrad damals, also auch deine Softail Heritage. Ein sehr klassisches, ich verbaue die gerne, 88-Cubic-Inch Motor. Und ja, im Suff quasi habt ihr euch dann dazu entschieden, ein Video zu machen. Ist dann auch Tourensohn entstanden oder ist das alles so ein bisschen gereift? Nee, das ist auch dann auch an dem Tag in dem Suff auch entstanden tatsächlich. Okay. Also, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie Gedanken gemacht und das kam halt irgendwie einfach so. Und da habe ich mir halt gedacht, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir diesen Namen dann, ich glaube, erst wollten wir uns Tourensöhne nennen. Und ja, dann ist es halt irgendwie bei diesem Tourensohn dann geblieben. Und ja, ich fand es halt so lustig. Und da habe ich mir gedacht, komm, ja, das passt, das provoziert auch ein bisschen halt, ne? Und ja. Also, es provoziert, ja, wenn man den Namen falsch ausspricht. Tourensohn, ist das Programm? Also heißt das, du hast Videos von Touren gemacht, Vlogging, wie man das ja heutzutage nennt, oder hast du auch irgendwie anderen Content gemacht? Weil ich muss gestehen, ich habe ein, zwei Videos von dir gesehen, aber du hast ja ein paar Videos. Mhm. Ich habe sie mir nicht alle angeguckt. Mache ich auch grundsätzlich eher weniger, wenn ich zum Beispiel Leute einlade, weil sonst ist man so ein bisschen voreingenommen. Ja. Wenn man alle Videos schon gesehen hat, dann weiß man auch sehr viel über den Menschen. Und ich habe es irgendwie lieber, wenn Leute hier, ob das jetzt Danielo oder Carina oder so gewesen sind, die sind hier reingekommen. Ich habe sie zum ersten Mal so wie dich kennengelernt. Ja. Und das gibt der ganzen Sache einen ganz anderen Touch. Weißt du, wenn wir uns jetzt 2-3 Jahre kennen würden, hätten schon die oder das zusammen erlebt, dann würde man anders miteinander kommunizieren. Ja. Also ich habe angefangen, boah, ich glaube am Anfang, genau, die ersten waren auf jeden Fall Touren. Das erste Video, wie gesagt, dieses Willingen-Ding, da habe ich sogar noch nicht mal gesprochen, glaube ich. Gibt es das noch? Ja, es gibt es noch. Auf YouTube? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal rein. Da habe ich immer so Zwischensequenzen quasi gemacht. Also wo wir gerade sind, auch tatsächlich losgefahren, so Stops ein bisschen mitgefilmt. Ja. Und da gab es aber diesen ganzen Harley-Sound noch nicht, weil ich hatte wirklich diese GoPro, die ich heute noch habe, diese 7 Black. Und da habe ich halt wirklich nur gefilmt. Da waren auch nur Windgeräusche drauf, also das war halt echt auch schlecht, ne? Ja gut, aber jeder fängt an, ne? Also ich meine, wenn ich mir unsere Videos am Anfang angucke und heute angucke, ich meine, du siehst das ja jetzt hier, man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Ja. Und die ersten Videos, aber das ist der Prozess, man nimmt die Leute ja auch so ein bisschen mit und ich glaube, das finden die Leute auch ganz gut. Ja, ich glaube auch, man wächst ja auch damit, ne? Ja. Und ich habe zum Beispiel dieses Thema, ich habe auch Videos gemacht, die sind mir heute total peinlich, da irgendwelche im Winter sind wir da gefahren, haben dann irgendwie mit einer Drohne was gefilmt, das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Okay. Also grundsätzlich habe ich immer Schwierigkeiten am Anfang gehabt, auch mich selber zu hören, das war echt richtig unangenehm beim Schneiden. Auch und so. Das kenne ich mit der Stimme, ja. Also mittlerweile höre ich mich, aber man findet sich immer selber noch nicht so toll. Ja. Egal, ob man jetzt was singt oder spricht, man findet es meistens gar nicht so cool, wie die anderen das gut finden. Man kann seine eigene Stimme nicht so gut hören, ne? Aber okay. Aber ich denke, du kennst das ja auch selber. Das, also man macht das, fängt an und man denkt sich, ja, das ist ja eigentlich kein Problem, das ist easy. Ja. Und dann auf einmal, okay, erstmal brauchst du das Setup, das kostet erstmal Kohle. So, dann fährst du los, machst dir Gedanken und du siehst bei den anderen, die quatschen einfach drauf los und dann machst du das selber das erste Mal und du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Also ich habe mich so oft dabei erwischt, ich habe noch ein paar Outtakes zum Beispiel, das kannst du dir gar nicht anhören, weil du halt einfach immer irgendwas laberst und dann versprichst du dich auch oder das ist nicht mal das Schlimmste, aber du weißt halt, du kommst nicht auf den Punkt teilweise, ne? Und das ist halt so, boah, schneidest langweilig. Du alles selber? Ja. Also das heißt, du nimmst die Videos, nimmst die in einer Tour auf und zu Hause bearbeitest du sie dann. Legst du den Ton drüber oder nimmst du den Originalton? Ich nehme den Originalton. Ich nehme auch nicht alles auf. Mittlerweile, am Anfang habe ich das gemacht, bei dem ersten Video. Da habe ich aber auch, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, um das zu schneiden, weil ich irgendwie eine riesen Speicherkarte gekauft habe und dann irgendwie 4-5 Stunden lang diese Tour gefilmt habe und immer versucht habe, da irgendwie interessante Stellen zu finden, was Katastrophe war, ne? Mittlerweile weiß ich halt ungefähr, ich drücke drauf, filme und dann wieder weg und ja, genau. Und nachher ist es halt so, jetzt mittlerweile, jetzt weiß man schon grob, was halt irgendwie cool kommen könnte, was mir zumindest gefällt. Und ja, wie gesagt, vom Versuchen gerade jetzt mittlerweile, ich habe angefangen mit, genau, einfach kostenloses Schnittprogramm. Jetzt habe ich mir irgendwann mal LumaFusion geholt. Ich habe alles über ein iPad geschnitten am Anfang. Also wirklich nie Speicherplatz gehabt, voll rumgekämpft. Jetzt habe ich mir irgendwann ein iMac geholt. Jetzt seit diesem Jahr mache ich Final Cut Pro. Habe mich da reingefuchst ein bisschen. Ich glaube, man sieht es auch ein bisschen halt, ne, von den Übergängen und jetzt langsam habe ich so meinen Weg gefunden, also dieses Vlogging. Also ich habe ein Video gesehen, das fand ich schon relativ professionell, muss ich sagen. Also auch von der Qualität her, du sagst, du machst das mit einer GoPro 7. Mhm.
jetzt bin ich kein Spezialist, aber ich glaube, die hat noch nicht mal so einen krassen Stabi drin. Ne? Nee. Weil die neuen, also ich weiß gar nicht, bei welcher Serie wir mittlerweile angekommen sind. Mein Bruder, der ist da richtiger GoPro-Fan, mhm. der kauft sich jedes Jahr die neue. Die haben mittlerweile schon krasse Bildstabilisatoren, ja. aber dafür muss ich sagen, hast du also, wie hältst du das auf dem Motorrad? Wie machst du das? Hast du am Lenkrad oder... Ich habe das auf dem Helm. Auf dem Helm, ja. Genau. Und das sieht immer echt bescheuert aus. Ich habe jetzt auch mal einen anderen Helm gekauft, okay. Wo das halt vorne mehr ist. Ich also teste quasi am okay. Genau, ich teste das halt gerade. Ja. Bei mir ist halt so, ich bin, für mich das ist sehr anstrengend, sich so in solche Sachen reinzufuchsen. Das heißt, ich habe jetzt dieses Setup einmal und bin dann auch echt zu faul, mir jetzt wieder Gedanken zu machen, wie läuft das jetzt, weil ich eigentlich zufrieden auch gerade bin mit dem Sound auch und mit der Qualität halt. Ne? Was benutzt du für einen Sound? Ich habe ein Rode Mikro. Okay, und dann musst Top-Qualität. Du, ja, und dann hast du halt irgendwie für die GoPro 7, weil es auch schon ein bisschen älter ist, musst du dir halt noch einen Adapter dazu packen und dann, was weiß ich, ne, also relativ aufwendig. Und was hast du mit Tourensohn vorgehabt? War das ein Spaßding? Und aber was hat dich animiert, weiterzumachen? Weil ich sag mal so, jeder, der schon mal mit YouTube angefangen hat, der weiß, der Anfang ist immer ein bisschen schwieriger. Ne? Ja. Und so, du sagst gerade, du musstest dich reinfuchsen, so die ersten Videos zu schneiden. Ganz kurze Anekdote: Bevor ich Rock the Bike hatte, hatte ich. Ich komme ja aus dem Food-Bereich, habe ich tatsächlich so mehr im Food-Bereich Videos versucht zu machen und mich auch selber mal versucht mit Schneiden. Und wenn du dann so 2 Stunden Material hast und du versuchst das zu sichten, weil du kannst ja kein 2-Stunden-Video posten, irgendwann hast du einfach auch keinen Bock, bei dich selber anzugucken, weil du dir siehst, boah, nee, das kann ich nicht nehmen, wo mache ich jetzt einen Cut? Also was hat dich animiert, weiterzumachen? Also ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich halt dieses Thema hatte, das erste Video gemacht, dann habe ich halt irgendwie versucht, da was zu erzählen und dann, ich konnte mich selber nicht hören, ich fand es halt echt unangenehm so, ne? Okay. Aber dann trotzdem, hat so viel Arbeit reingesteckt, okay, komm, lädst du mal hoch. Und dann erstmal unter Freunden geteilt und die meinten so, ey, eigentlich ganz cool, ne? Mhm. Und irgendwie kam das dann so ein paar Mal was gemacht, dann hast du auch mal so hin und wieder mal so positives Feedback auch gehabt und dann, das hat mich so ein bisschen animiert halt, ne? Okay. Und das Krasseste war eigentlich, hatte ich dir gerade schon mal auch erzählt, bevor wir uns da kurz hier hingesetzt haben, dass mich dadurch eigentlich Michael angeschrieben hat von Hotel Wiesbaden oder vom Hotel Toskana in Wiesbaden. Ich wollte gerade sagen, Magic Bike Week. Magic Bike Week, genau. Rüdesheim nicht. Das Hotel ist in Wiesbaden. Ah, das Hotel ist in Wiesbaden, genau. Okay. Mhm. Und, legendär hat der Danielo erzählt. Auf jeden Fall, das ist krass. Und da ist das Ganze eigentlich dann richtig gewachsen. Also das heißt, da habe ich auch dann unendlich viele Leute kennengelernt. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Paderborn. Mhm. Relativ kleiner Ort, wo die wenigsten Harley fahren, sag ich mal. Und man ist halt viel alleine gefahren. Und dann hast du irgendwann angefangen, okay, du kriegst dadurch mehr Leute. Du findest wirklich coole Menschen halt. Ne? Ja, das ist ja diese Community. Ne? Ja. Also ich sag mal so, und festgestellt habe ich ja, dass die Leute sich quasi gemeldet haben, ja, interview mal den Tourensohn, dass dich doch einige kennen. Also mittlerweile bist du nicht mehr so unbekannt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele Instagram-Follower du hast. Das spielt auch nicht so wirklich eine Rolle, aber... 1800 habe ich, glaube ich, aktuell. Okay. Aber da hast du, glaube ich, mehr YouTube-Follower, ne? Ja. Okay. Ja, ich bin halt unglaublich voll, was Instagram angeht. Ja. Und ich habe ja Instagram jetzt quasi, ich hatte vorher kein Social Media. Ja. Selten, ne? Also ich meine, Anfang 30, kein Social Media. Mhm. Also ich hatte mal Facebook, da war ich 18 oder so. Okay. Aber hatte auch relativ zügig keinen Bock mehr drauf. Mich nervt das halt irgendwann. Und ich bin so ein bisschen dann, das ist für mich so eine Überflutung halt irgendwie. Mhm. Und das habe ich auch ganz oft so, ey, du schreibst nicht zurück oder so, das mache ich auch gar nicht böse. Und nicht, weil ich mich als sonst irgendwas fühle. Aber ich habe halt 3 Kinder, habe jetzt ein Haus gebaut, bin beruflich auch tatsächlich Vollzeit unterwegs und ich habe den Nerv nicht dazu, einfach ganz oft mir da irgendwie welche Nachrichten durchzulesen. Aber ich versuche das alles natürlich immer zu beantworten, irgendwie vernünftig. Also gut, ich sag mal, Social Media, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir mal drüber gesprochen, Fluch und Segen zugleich. Oh, voll. Und Instagram vor allen Dingen. Ja. Viele von euch wissen ja mittlerweile, dass ich jemanden habe, der meine Social Media Arbeit macht, der Lukas, der da hinter der Kamera sitzt oder da oder da oder da, wo auch immer er gerade ist. Und ich bin ganz froh darüber, muss ich sagen, weil du natürlich, es artet irgendwann in Arbeit aus. Ne? Ja. Also es ist echt viel, um dem Algorithmus gerecht zu werden, musst du täglich posten, du musst gewisse Sachen zu gewissen Zeiten posten, du musst dich damit beschäftigen. Und wenn du Familienleben hast, Arbeit hast, dann ist das oft, dass du das von irgendeiner Zeit abknapsen musst. Auf jeden Fall. Und wenn du dann noch ein Unternehmen hast, wie ich habe, dann hast du halt echt schon wenig Zeit. Ne?
Das ist es halt, ne? Und also das weißt du jetzt ja auch zum Beispiel jetzt hier, wenn wir jetzt mal so rumschauen, ne, das sehen jetzt die Kollegen zwar nicht, Ja. aber was hier schon alles an Setup steht, Beleuchtung und so weiter und so fort, ne? Also da bin ich ja wirklich auf einem ganz anderen Level unterwegs. Ich habe halt meine kleine GoPro-Kamera, ne? Aber was da an Arbeit hintersteckt, das wissen die ja gar nicht, ne? Also diese Aufbauleine schon, ne? Was machst du? Du musst ja Gedanken machen zu den Themen und was ich nicht alles. Du willst ja auch irgendwie auch was Vernünftiges liefern. Das ist ja ein Riesenaufwand, Aber ne? da muss ich sagen, also eine Sache, die mir bei deinem, ich habe wie gesagt zwei Videos gesehen, ist etwas, was transportiert wurde und das kann man, glaube ich, nicht durch Setup machen. Das ist so eine Art Leidenschaft, Ja. die in den Videos rübergebracht worden ist. Denn ich finde das schon nicht unwichtig. Ne? Man kann ja noch so tolles Equipment haben. Ja. Man kann die beste, neueste GoPro haben und was weiß ich, Insta-Kamera, die gibt es 360-Grad-Kameras. Du kannst den besten Sound haben. Ja. Aber wenn du das nicht transportieren kannst, wenn die, also ich bin zum Beispiel, hatte ich dir auch eben gesagt, ich kann keine Bilder machen. Also ich kann vielleicht schöne Motorräder bauen, aber ich kann die nicht in Szene setzen. Und dann kommt irgendjemand daher mit seinem alten iPhone 10 oder was weiß ich und macht ein Bild und das sieht so viel geiler aus Ja. als das, was du mit deinem neuesten Kamera gebaut hast. Ja. Und denkst dir so, okay, scheiße, Mann. So, und ich sag mal, deswegen, das ist das, was mir, glaube ich, an den zwei Videos, die ich gesehen habe, schon imponiert hat. Es Danke. bringt so ein bisschen Leidenschaft mit rüber. Vlogging. Ich habe ja auch letztens ein Reaction-Video gemacht. Ist jetzt nicht so meine Sache, muss ich gestehen, weil ich Ja. finde es auf Dauer einfach ein bisschen langweilig, Ja. die ganze Zeit zuzugucken, wenn jemand fährt. Aber wenn man das natürlich mit einem Rahmenprogramm verbindet, man Ja. fährt zum Beispiel, und ich weiß, dass in den Überschriften gesehen, du fährst zu einem Event hin und es geht nicht um die Fahrt, sondern es geht um alles. Ja, so, Ja. du fährst hin, steigst ab, nimmst dies mit, das mit, so, das nimmt den Zuschauer quasi mit auf dieses Event. Und das ist natürlich schon wieder geil, ne? Das ist jetzt auch so den Film, den ich eigentlich jetzt auch zukünftig fahren möchte. Ich habe jetzt irgendwie 2, 3 Jahre gebraucht. Nee, warte mal. Seit 2 Jahren mache ich das, glaube ich, 2,5 oder so. Das letzte Video, wo wir halt unterwegs waren, das ist genau das Ding, was ich machen möchte. Ne? Also wirklich auf ein Event fahren, die Leute mitnehmen. Ne? Das Auch letzte Video war, also wir können es gleich natürlich einblenden, aber das, ich weiß nicht, was war das das war letzte? es in Harley-Davidson-Viersen. Ah, okay, vor zwei, 3 Wochen war das. Genau, genau. Und da bin ich halt mit dem Horst von HB Bielefeld, diesem verrückten Ösi da, sind wir losgefahren, haben uns halt echt überlegt, an dem Tag, komm, was machen wir jetzt? Ne? Dann haben wir gesagt, komm her, wir lassen uns einen Dodge Challenger nehmen. Also er hat halt wirklich eine geile Garage, Ich wo sei gar halt. nicht mit dem Moped gefahren. Nee, nee, Okay. das war nur am Regnen, ne? Ja. Und da haben wir uns überlegt, komm her, dann nehmen wir irgendeine Karre und dann haben wir uns halt für den Challenger entschieden, hat so ein bisschen gepasst auch, sind dann rübergefahren und dann, ja, sowas macht mir halt Spaß, ne? Also wirklich dann auch so ein bisschen was zusammenzubasteln, Emotionen, die Leute mitzunehmen, auch die Leute, ich sag mal, ähnlich wie du das machst mit deinen Interviews, nur auf eine andere Art und Weise halt, dieses Vlogging-Ding. Und da habe ich mich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gefunden und das will ich halt auch machen. Also Okay. dieses, für mich ist Harley-Fahren halt nicht nur Motorradfahren, sondern auch dieses Ding da drum halt, Ja, ne? Auch mal. der Lifestyle, der Ja, damit genau. verbunden ist. Ja. Das ist ja auch das, was wir schon oft hier hatten, dass die meisten, klar, die fahren Motorrad, aber es geht in erster Linie um alles, um den ganzen Rahmen, ne, um diese Kultur, die damit verbunden ist, die Leute, die das fahren, die Events, die damit stattfinden, die Ja. Happenings, und so weiter und so weiter. Und das kann ich schon nachvollziehen und ist natürlich schade, dass du jetzt am Wochenende nicht da Ja. bist. Ich muss dazu sagen, ich habe auch für Sonntag einige Anfragen bekommen und das finde ich auch sehr, sehr nett und ich habe auch gesagt, das ist von meiner Seite aus kein Problem. Vlogger, die vorbeikommen wollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute fragen, wobei ich es eigentlich richtig finde, ne? Ja. Weil so mal kurz sagen, ey, das ist ein öffentliches Event, aber klar, Ja. kann ich filmen. Aber es gibt einige, die das gefragt haben und das heißt also, diese Art von Vlog oder von Video ist jetzt nicht mehr so untypisch. Ja. Was willst du denn quasi, wir haben ja eben über Alleinstellungsmerkmal gesprochen, was willst du denn anders machen? Weil, also ich sag mal so, als ich mich ein bisschen erkundigt habe bei gewissen Leuten, Ja. hat man gesagt, ja, der Typ ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön, true oder Real, glaube ich. real, genau, real. Nicht fake, sondern real, genau. Und was macht dich anders? Wo siehst du das Tourensohn im Verhältnis zu anderen? Tourensohn soll eigentlich den Spaß dabei eigentlich mitgeben. Also, dass du halt wirklich, ich meine ganz ehrlich, wir kaufen uns alle Karren, die halt wirklich abseits von Gut und Böse kosten. Ne? Und ich fahre halt Harley, wie gesagt, klar macht das Spaß, alles drum und dran, aber ich fahre auch Harley wegen den ganzen Leute, wegen dem Lifestyle, wegen, so jetzt, guck mal, jetzt haben wir uns connected. Ne? Ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt, auch durch diesen Kanal und ich will diese Vloggings noch besser gestalten, weil ich halt einfach sage,
ich habe so viel Material noch, aber ich habe halt immer auch diesen Spaß dann zu sehr im Vordergrund, dass ich halt immer vergesse, dann zu filmen oder irgendwas zu machen halt. Ne? Oder das kenne ich wirklich. Das kenne ich wirklich. Als ich das am Anfang selber gemacht habe, ich bin auch viel auf Messen gewesen früher. Ja. Ne? Gerade im Food, habe ich ja eben gesagt. Und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, habe komplett vergessen, dass ich hätte Bilder machen sollen, mich mit denen unterhalten und das filmen, weil ich habe nachher gar keine Informationen und das wiederzugeben im Offtake nachher, das kannst du vergessen, das ist nicht möglich. Ne? Nee, und also du kannst es ja eh schon beim Vlogging, also wir haben ja gerade über Fark auch gesprochen. Ja. Ne? Fark, diese ganzen Videos, die ich gemacht habe, das ist, also wenn du das guckst dann beim Schneiden, siehst du dann diese ganzen Geschichten da, ne? Du hast es ja in Real Life gesehen. So, ja. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Das ist tausendmal krasser als das, was du in den Videos siehst. Das kannst du gar nicht rüberbringen. Nein. Aber viele Leute sagen dann schon, boah, ey, oder ne, krass, da will ich auch mal hin. Und dann sind jetzt auch, tatsächlich dieses Jahr kommen dann auch Leute dahin, weil die halt irgendwie von uns irgendwelche Videos schauen und finden das halt cool. Ne? Ja. Und was man auch so ein bisschen nehmen muss, ist, glaube ich, auch diese Geschichte, dass du halt sagst, ey, es sind ja nur irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, auf dicke Hose machen oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Haben wir auch, mache ich auch mal ganz gerne, will ich gar nicht sagen. Aber Ein bisschen Show gehört dazu. Ne? Ja. Aber ich finde halt, das ist drumherum halt, die Leute, jeder hat irgendwie seine Story. Ne? Die meisten Menschen sind irgendwie zu einer Harley gekommen, aus irgendwelchen Gründen. Und ich meine, du kannst ja halt nicht einfach, wenn du 20 bist und machst halt nichts, kannst du dir nicht irgendwie eine 30.000 Euro Harley kaufen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Zumindest und nicht auf legalem Weg. Ja, ja, genau. Aber da steckt ja was dahinter. Ne? Ja. Also diese Träume, das kann ich nachvollziehen, auch Leute zu animieren, zu sagen, ey, ich fahre auch mal nach Fark, weil das, was du mir da zeigst, ne, wir haben über die Nockheimstraße und über die Maltertalsperre gesprochen. Wer einmal da hochgefahren ist, egal. Brutal. Auch bei, es ist, das kann man auch in einem Video, glaube ich, einfach nicht transportieren. Und es gibt wirklich, wirklich gute Videos auf diesen Strecken auch. Aber es ist einfach nicht dasselbe, weil die Luft ist eine andere, die Farbe ist auch eine andere. Keine Kamera kann diese Lichteffekte so einfangen. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wenn du Maltertal schon mal runtergefahren bist und du hast oben super Sonnenschein und du kommst unten an, es ist stockduster, warum auch immer. Ja? Also das ist mir schon 2-3 Mal passiert. Das ist einfach geil. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man Leute animiert zu sagen, ey, ich komme auch mal nach Fark oder nach Willingen oder zur Magic Bike oder Hamburg Harley Days oder. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hör mal Mario, mir gefallen deine Videos, mach doch mal was für mich. Also in Form von nicht semi-professionell, sondern kommerziell. Mhm. Weil es kommt immer öfters, dass ich höre, dass Leute versuchen, das Ganze kommerziell zu betreiben. Mhm. Wie siehst du das? Ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Also, sehr schwierig. Ich habe relativ früh, bei mir ist es relativ früh gestiegen, so auf 1000 ging es relativ schnell. Mhm. Dann kam halt der Hausbau, habe ich nichts gemacht. Das konnte ich einfach auch nicht. Hatte ich auch keinen Bock, wie gesagt. Ne? Und weil es für mich immer noch, es ist weiter ein Hobby. Ne? Und selbst diese Monetarisierung erstmal bringt dir gar nichts, wenn du nicht da irgendwie kam, wie viele Follower hast. Also du machst das, also das, was du da reinsteckst, das, was du an Equipment brauchst, das kriegst du da auch nicht mit raus. Mhm. Ne? Minimal vielleicht. Ich finde es schwierig, weil am Anfang dachte ich noch so, boah, jetzt kommt da irgendeine Marke auf dich zu und du sollst da irgendwie eine Handyhalterung da verkaufen und kriegst da eine Handyhalterung umsonst. Denkst dir schon so, boah, krass, machst du das mal. Ne? Ich habe es, glaube ich, bis dato einmal gemacht mit einer Maske oder so. Okay. Die habe ich aber auch selber bezahlt. Fand die einfach nur cool und wollte da jemanden pushen. Ne? Also ich habe jetzt noch nie irgendwas gemacht. Vor kurzem, mittlerweile schreiben mich auch mehr Leute an tatsächlich oder mehrere Firmen. Also ich muss da irgendwie persönlich hinterstehen. Das ist wie zum Beispiel mit How Dirty oder so, die kenne ich halt persönlich. Oder jetzt die Rolling Sinner zum Beispiel, die kenne ich auch. Das sind halt so, ja, für die machst du es halt gerne, weil du auch irgendwie Bock drauf hast. Aber jetzt eine Handyhalterung, wo ich selber sagen muss, finde ich selber nicht geil, das mache ich nicht. Also da verkaufe ich mich nicht. Es geht dir nicht ums Geld verdienen damit, das würdest du auch nicht machen, sondern es geht dir in erster Linie. Wir sind alle käuflich, es kommt nur auf den Preis an. Okay. Nee, also, aber du kannst ja nicht, also ich sehe das halt ganz oft auch bei vielen anderen Leuten halt, dann, dass du halt nachher nur noch Views hast, wo du halt irgendeine Scheiße verkaufst. Und dann denke ich mir halt, ey, das will ich halt nicht, da habe ich auch andere Ansprüche einfach. Ja. Ne? Und was ich gerade gesagt habe, ist halt so der Punkt, also dieses letzte Video wie Viersen, das ist so das Ding, was ich eigentlich fahren will. Diesen Spaß dahinter, Leute Harley fahren, was trinken, auf die Kacke hauen. Das ist so mein Ding, was ich eigentlich machen will. Also How Dirty, mal ganz kurz, haben mich damals auch angeschrieben, haben ja viel angeschrieben, Collab und hier, dies, das, jenes. Sehr nett, ich kenne sie nicht persönlich, hatte sie auch eingeladen, sie könnten hier hinkommen zum Open House und so.
Das ist Klamotten. Ich finde halt, da ist es immer sehr schwierig, wen nimmst du nicht? Also Ja. ich persönlich nehme gar keinen. Das habe ich denen Ja. auch dann sehr nett gesagt, weil ich habe mein eigenes Merch, was irgendwann dann Ja. demnächst auch auf den Markt kommt, weil natürlich passt, also ist ja logisch, ich habe meine eigenen Produkte, mein eigenes Öl und so weiter. Ja. Ich monetarisiere ja alles. Ich bin eine Ja, Firma, ne? ja, Also ja. das darf man halt nicht vergessen. Ich bin kein Vlogger oder sowas, sondern ich bin schon ein Businessunternehmen, das ist halt so. Aber ich finde halt gerade da sind bei vielen YouTube-Videos habe ich das mitgekriegt, wenn ich gucke ja viel auch gerade in Bezug auf die Reactions, gucke ich mir viel an, dass viele, die so gerade an den 1000 gekratzt haben, dann anfangen, versuchen das zu monetarisieren. Und dadurch wird das Video einfach nicht mehr geil. Weißt du, was ich meine? So, Ja, du kann ich auch hast was zu sagen. sehr gerne, Ja. nur ganz kurz. Auf einmal verkaufen die dann Satteltaschen oder Ja. Handyhalterungen und du merkst, Alter, das ist nicht mehr true, wie wir eben gesagt haben, real, sondern du verkaufst jetzt was und da bleibt die Leidenschaft auf der Strecke. Mich nervt es selber, wenn du halt gerade richtig geile Strecken fährst und du guckst dir auch bei anderen Leuten was an und du hast auf einmal, bam, wieder Ja, Werbung, ne? ja, Ja, fairerweise sagen, ja. ne? Also wenn jeder seinen Merch raushaut, ist halt auch scheiße. Das glaube ich, das ist aber wirklich so. Im Also, Rhythmus zu ja. bleiben, was hast du so geplant? Also dieses Jahr habe ich wirklich viel geplant.